Martin Bieri. Wir sind hier im Hotel Guardoval in Sports. Und heute kochen wir zusammen ein Siedfleisch vom Rindshorrücken. Heute ist das eines meiner Lieblingsgerichte, das mich auch schon seit längerem begleitet in meinen Betrieben. Ich muss ehrlich zugeben, früher hatte ich Siedfleisch gar nicht gerne. Das hat es öfters bei uns daheim. Irgendwann habe ich aber näher daher gewagt und gesagt, jetzt muss ich Siedfleisch machen, das ich selber auch gerne habe. Binden ist es wichtig, dass man die Schnur nicht allzu straff anzieht. Weil wenn das Fleisch gar ist und man es rausnimmt, schneidet das sonst das Fleisch gleich durch. Beim Sierfleisch-Rito ist immer wichtig, dass das Bouillon schon warm ist. Weil wir wollen ja, dass der Geschmack im Fleisch bleibt und nicht in die Bouillon rausgeht. Es ist halt auch noch schön, dass man mit den Resten am nächsten Tag noch ein schönes dünn aufgeschnittenes Carpaccio machen könnte oder einen schönen Siedfleischsalat.